Es ist eine Map, die wir alle schon seit Counter-Strike 1.6 spielen, die Etruskan. Sie war früher sehr beliebt, ist aber auch eine Map mit einer extrem spannenden Geschichte. Denn eigentlich ist sie nur, in Anführungszeichen, die Kopie einer anderen Map. Es gibt aber natürlich einige Gründe dafür, warum Tuscan so beliebt wurde. Los geht die historische Zeitreise mit allen Hintergründen zu DE Tuscan. Das ist Tuscan. Doch, wirklich. Okay, es ist die ursprüngliche Variante namens Clan 1 Mill oder auch CPL Mill. Die Geschichte von Tuscan beginnt nämlich schon Anfang der 2000er Jahre. Die Turnierserie CPL ist damals auf der Suche nach neuen Maps für ihre Counter-Strike-Turniere. Neben den Maps aus dem klassischen Map-Pool wie Dust 2, Nuke oder Train sollen auf den CPL-Events auch eigene Maps gespielt werden. Die CPL ist damals das große Ding in der Counter-Strike-Szene. Bei den CPL-Turnieren messen sich die besten Teams der Welt. Um neue eigene Maps zu bekommen, kontaktieren die Turnierverantwortlichen verschiedene Map-Designer. Unter anderem fragen sie auch Chris Orty, der zuvor schon Aztec und Inferno erstellt hat. Die CPL beauftragt Chris damit, eine exklusive Map für sie zu erschaffen. Und zwar eine kompetitive Map mit viel Action. Die Turnierverantwortlichen wollen erreichen, dass beide Teams schon nach wenigen Sekunden aufeinandertreffen können. Dadurch soll die Map auch für die Zuschauer interessant sein. Mit Chris Orty hat die CPL einen erfahrenen Map-Designer an der Hand. Der Brite setzt bei DECPL Mill auf einen schlichten Aufbau. Es gibt grundsätzlich drei Wege für die Terroristen, die Bombspots anzugreifen. Hier links über die Rampe zum ersten Bombspot, hier über die Mitte, wo es links ebenfalls zum ersten Bombspot geht, oder dann rechts zum zweiten Spot und über die rechte Rampe hier zu Bombenspot 2. Chris baut außerdem ein unterirdisches Tunnelsystem, das extrem groß ist. Hier kann man dann zum Beispiel den ersten Bombenspot angreifen oder man nimmt den langen Weg zu Bombspot 2. Hat dann allerdings diese blaue, quietschende Tür vor sich, die auch mal zu Problemen führen kann. Wie früher üblich wurden auch auf CPL Mill Easter Eggs eingebaut. In der Nähe des Terrorspawns gibt es diesen Raum hier. Und auch an die weiße Katze dürften sich viele Spieler noch erinnern. Keinen besonderen Fokus legt Chris auf die Texturen und Grafiken seiner neuen Map. Mit schlicht lässt sie sich sicher gut beschreiben. Im Vergleich zu anderen Maps, wie zum Beispiel Italy, ist CPL Mill nämlich keine Augenweide. Das ist aber auch nicht das Ziel. Die CPL möchte ja eine Map haben, die gerne von den Clans gespielt wird. Deshalb werden unter anderem amerikanische Top-Teams wie Team 3D mit in die Entwicklung der neuen Turnier-Map einbezogen. Top-Spieler wie K-Sharp, Rambo oder Bullseye geben Feedback, was man an der Map verbessern könnte. We tested it, because I knew this was the first custom map coming out ever for esports back then, so it had to be good. And you know, of course, you know, a lot of people liked it and some people hated it, but it stayed in the rotation for quite a while. And if it's in the rotation, that means it's good. Der Name der Map, Clan 1 Mill bzw. CPL Mill, hat übrigens keine besondere Bedeutung. Der CPL war es einfach nur wichtig, dass ihr Name in der Map auftaucht. CPL Mill wurde Anfang der 2000er Jahre regelmäßig bei CPL-Turnieren gespielt. Und auch in der deutschen ESL Pro Series wurde sie teilweise in den Map-Pool aufgenommen. Der klare und strukturierte Aufbau der Map trägt dazu bei, dass sie vor allem von der Profiszene viel positive Resonanz bekommt. Allerdings blieb CPL Mill der ganz große Durchbruch verwehrt. Mitte der 2000er Jahre verliert die CPL nämlich an Bedeutung und nach dem Aus der Turnierserie wird auch CPL Mill immer seltener gespielt. Eigentlich ziemlich schade, denn vom Aufbau und vom Gameplay her ist die Map ja gar nicht schlecht. Ein Problem ist allerdings, dass die CPL Lizenzgebühren verlangt haben soll, wenn Turnierveranstalter die Map in den Map-Pool aufnehmen wollten. Das hat viele Organisatoren abgeschreckt. Der amerikanische Ligenbetreiber SIBO hat im Jahr 2005 dann eine passende Idee. Map-Designer Colin Wolrad, besser bekannt als Brute, soll eine ähnliche Map designen. Colin hatte bereits im Jahr 2002 seine erste Counter-Strike-Map erstellt und über die Jahre immer wieder an neuen Maps gearbeitet. Im Februar 2005 veröffentlichte er dann die Iruska und setzte damit eine erste größere Duftmarke in der kompetitiven Counter-Strike-Community. Er orientiert sich bei seiner neuen Map am grundlegenden Aufbau von CPL Mill, setzt aber auch auf eigene Ideen.
Ich würde nicht sagen, dass Tuscan ein Remake von Mill ist. Wenn die CPL einfach anderen Ligen erlaubt hätte, die Map zu verwenden, wäre Tuscan nicht entstanden. Die Map wurde ausreichend umgestaltet, um rechtliche Probleme zu vermeiden. Wir haben auch dafür gesorgt, dass es auch weiterhin die beliebtesten Bereiche von Mill gibt, vor allem der Bereich in der Mitte. Besonders auffällig ist, dass Colin das unterirdische Tunnelsystem etwas verkleinert hat. Es ist jetzt nur noch möglich, unterirdisch auf den ersten Bombenspot zu gelangen. Zum zweiten Bombenspot führt kein Tunnel mehr. Colin hatte sich ganz bewusst dazu entschieden, das Tunnelsystem etwas auszudünnen und zu verkleinern, damit die Map mehr Action bietet. Und natürlich fällt einem auch die verbesserte Grafik der Map auf. Es ging weg vom Fabrikgelände von CPL Mill und hin zu einer mediterranen Umgebung. Colin entschied sich deshalb auch für den Namen Tuscan, obwohl er zuvor noch nie in der Toskana oder generell in Italien war. Das war ein kleiner Fehler von mir. Ich glaube, ich habe mich einfach an den Namen geklammert. Die Map sah damals im Allgemeinen eher nach Marrakesch oder Marokko aus, als irgendwo in der Toskana. Easter Eggs hat Colin in der 1.6-Version übrigens keine eingebaut. Das hat er mir verraten. Nach dem Release der Map im Oktober 2005 wird sie schnell zu einer der am häufigsten gespielten Counter-Strike-Maps. Viele Ligenbetreiber und LAN-Veranstalter nehmen sie in den Map-Pool auf und auch das Feedback der Profispieler ist rundum positiv. War eine großartige Map, habe ich super gerne gespielt, weil sie so viele Möglichkeiten hatte. Sowohl als CT sehr offensiv zu gehen, als auch sehr defensiv zu spielen und halt auch als T. Hast du viele Möglichkeiten gehabt zu rotieren und das hat einfach das Spiel sehr variabel gemacht. Und das hat die Map eigentlich immer spannend gehalten. Bis zum Ende von Counter-Strike 1.6 wird sie bei fast jedem größeren Turnier gespielt. Mit dem riesigen Erfolg von Tuscan hatte Colin so übrigens nicht gerechnet. Überhaupt nicht. Selbst jetzt in meiner über 20-jährigen Karriere als Level-Designer in der Gaming-Branche ist es immer noch etwas, worüber ich mich sehr freue. Etwas, an dem ich gearbeitet habe, das von Gamern und Streamern gespielt wird. Nach dem Ende von Counter-Strike 1.6 kündigte Colin 2012 in einem Interview an, dass er bereits an einer Variante von Tuscan für Counter-Strike Global Offensive arbeite. Eine erste Beta-Version sollte im Oktober 2012 erscheinen, doch die Fans mussten sich noch einige Jahre gedulden. Es dauerte bis 2022, dann erschien die richtige Version von DE Tuscan in CSGO. Der niederländische Map-Designer Catfood und Colin wurden als Designer der Map angegeben. Als CSGO herauskam, hatte ich gerade einen Vollzeitjob bei Blizzard Entertainment als Leveldesigner begonnen und arbeitete an World of Warcraft. Dieser Job beanspruchte über 10 Jahre lang meine Leidenschaft und mein Leben. Ich hatte nicht mehr die Zeit, Maps für CSGO zu erstellen. Allerdings war es ein eher kurzes Intermezzo von Tuscan in Counter-Strike Global Offensive. Denn Ende September 2023 veröffentlichte Valve Counter-Strike 2 und die Spieler stiegen auf die neue CS-Version um. Hier gibt es Tuscan bislang aber noch nicht. Bei vielen Profispielern ist der Wunsch allerdings groß, dass es Tuscan auch in Counter-Strike 2 schafft. Yeah, I like the map a lot. I played a lot of 1.6, so I know Tuscan or CPL Mill, it's basically the same maps. I would really like to see it back in the competitive map, but I think it's a great map and also like you have a lot of tactical stuff on it. Honestly, I would like to see comeback of Tuscan. I would like to see as well cashback, Cobblestone, Train, all of these legendary maps, because when they put Dust 2, like, game immediately started to be better. People want to watch Dust 2. Dust 2 is amazing map, legendary map, and everybody wanna watch it, everybody wanna play it. And I think it would be the same if they bring back, for example, Train or Cobblestone or Tuscan or Cash, all of these legendary maps. Map-Designer Colin Wolrath weiß übrigens nicht, ob Tuscan in der nächsten Zeit wirklich in Counter-Strike 2 erscheinen wird. Er sagte mir, dass er die Rechte an Tuscan an Valve verkauft habe und dass er dadurch keinen Einfluss mehr darauf habe, was das Games-Unternehmen mit der Map mache. Es wäre aber eine Schande, die Map nie in Counter-Strike 2 zu sehen. Und es wäre auch etwas albern, die Rechte an einer solchen Map zu kaufen und sie dann nie zu verwenden, obwohl sie seit fast 10 Jahren eine der gefragtesten CSGO-Maps ist. Ich persönlich fände es ebenfalls cool, wenn es Tuscan auch in Counter-Strike 2 geben würde. Es wäre eine große Portion Nostalgie für mich. Denn es ist schon spannend zu sehen, wie sich diese Map entwickelt hat. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Tuscan früher gerne gespielt oder doch lieber andere Maps? Verratet es mir gerne in den Kommentaren und bis zum nächsten Mal.